nicht mehr der Fall. Mit dem Zähler habe ich hier keinen Druck mehr auf dem Rocker. Deswegen habe ich keine Rockerpost mehr gebrochen und auch weil ich viel weichere Feder reingemacht habe. Ich habe hier die Feder vom Topa BES von Team Magic drin. Allerdings sind sie ein bisschen zu weich noch. Deswegen habe ich die von Team Magic hier, das sind die 505/178er genommen. Leider sind die orange, aber die sind 20% härter als die Originalfeder. Und das heißt, gerade im Mittelweg zwischen Originalfeder von Arma und die Team Magic Trooper Feder hier. Und mal sehen, was dann rauskommt, ob es dann besser ist, weil ganz klar mit den Federn drin verhaltet sich den Truck wie ein Truck. Das heißt, im Gelände kommen die Räder schön im Gelände nach. Extrem bessere, also viel bessere Bodenhaftung, ist ganz klar. Selbst mit den originalen Reifen schon kann man viel mehr Gas geben. Und mit dann natürlich Proline-Reifen drauf kann man überall rumkrabben, kommt überall durch, was vorher nicht der Fall war. Weil die Originalfederung ist für mich definitiv zu hart. Natürlich kassiert sie die größten Sprünge als mögliche. Die Karre landet wirklich super, gummt nicht wieder auf. Also von dem her ist es echt toll. Aber für Rumspringen nehme ich lieber einen 4,5 bis 5 Kilo Truck. Das reicht jetzt der Trooper hier oder mein Colossus. Weil mit 8 Kilo Rumspringen ist doch ein bisschen heftig, sage ich jetzt mal. Und die Federung ist so hart, dass man natürlich von der Diffsperre gar nicht profitieren kann. Weil es nützt überhaupt nicht, die Diff zu sperren, wenn die Räder nicht am Boden sind, keine Haftung haben. Und dann noch gerade mit den Originalreifen, die Allbots durchspülen. Also sehe ich da nicht gerade so den Zweck, die Karre mit der ganzen Diffschaltung hier zu haben. Nur die Mitteldiffschaltung, die braucht man mit den Originalrädern, weil es ist fast unmöglich, wenn es rutschig ist, irgendwie korrekt Gas zu geben. Die Vorderreifen, die spülen nur einfach durch, die Karre kommt nicht vom Fleck. Du musst wirklich den Zentraldifferenzial sperren, um richtig Gas können zu geben. Weil da die Karre so hart ist, geht sie hinten nicht runter. Die Vorderräder verlieren sehr schnell den Haft und haben ja keinen guten Haft und deswegen spülen sie nur durch. Das, also irgendwie ist original aus der Schachtel das Ding, deswegen komisch zu fahren. Bleiben wir bei den Diffs. Also, die haben große Zähne drauf. Natürlich das Rad relativ groß. Ist das größte, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, so nach 1:8 Verhältnis. Aber die Zähne sind nicht die größten. Die Zähne sind ganz einfach normal. Sind dieselbe Zähne, wie ihr jetzt natürlich auf den verbesserten Differential habt vom HPI Savage. Sind dieselbe Zähne, die Sen schon seit 15 Jahren auf dem GST hat. Und sind auch dieselbe Zähne, die Obao im Hyper MT drin hat. Beweis ist hier, die Zähne sind genauso groß vom hier Sen und hier vom Arma Nero Big Rock. Oder Nero ganz kurz, das ist dieselbe Differential drin. Was es nützt, so große Räder zu haben, ist die Übersetzung. Aber die Übersetzung hätten sie ja ganz einfach noch kürzer schalten können auf den auf die Zentralschaltung, weil das Problem mit so großen Rädern wird natürlich das Differentialgehäuse umso größer. Und weil das Differentialgehäuse so groß ist, braucht es natürlich riesige Bulkheads. Ursache davon ist extrem großer Platzverlust hier. Die Antriebswelle ist oben hier raus. Und das drosselt den Federweg, ganz einfach, also das Aufhängenweg, weil man kann ja nicht jetzt zum Beispiel beim Summit das Rad extrem viel senken, weil hier kommt die Antriebswelle ganz einfach am Oberquerlenker an. Hier sieht man es ganz klar. Und das macht, dass die Karre ein relativ, trotz dass es ein Monster Truck ist, trotz dass lange Aufhängungsarmen dran sind, einen relativ kurzen Federweg hat. Es sind ungefähr 70 mm Federweg gegen mehr als 120 mm auf dem Summit, 90 mm auf den Sense. Den Team Magic hat auch gerade, also noch mehr als das.
Und deswegen frage ich mich auch, wieso Teleskop-Antriebswellen mit so einem kleinen Federweg. Der Savage ist das beste Beispiel, der hat vier Dogbones, der hat 90 mm Federweg, trotzdem verliert man beim Savage nie eine Welle. Also zwei unnötige Sachen. Extrem große Differentialkranz hier, unnötig. Und Teleskop-Antriebswelle, die man hier niemals braucht. Das ist ein bisschen schade, weil von der Technik sehr gut. Ich mag diese Wellen, die sind super gut gemacht. Jetzt, da sie ja jetzt verbessert sind, halten sie viel aus. Sind extrem leicht auch für CVD. Also ich hätte gerne das Ding irgendwie in Summit reingemacht. Kommt vielleicht auch noch. Also technisch bin ich begeistert. Wie gesagt, ich bin ja Automech. Mir gefällt es. Aber das Ganze ist ein bisschen unnötig. Ganz einfach. Mit kleinen Differentialzähnen hätten wir mehr Federweg gehabt, hätten wir mehr profitiert von dem hier von dem ganzen Ding. Ein bisschen schade, weil die haben wirklich extrem viel Weg. Das ist echt cool, was die alles machen können. Aber so ist es nun. Da wir ja eben bei den Bulkheads waren und beim Differentialgehäuse, ist hier nochmal was Lustiges. Traxxas hat ja die Differentialgehäuse, das nennt man französisch Flotter, montiert. Aber das deutsche Wort weiß ich jetzt nicht mehr. Das heißt, das Differentialgehäuse hier schwimmt normalerweise bei Traxxas im Bulkhead rum. Riesenvorteil von dem ist Schlag kassieren. Wenn natürlich die Federung zusammengeht oder wenn man einen harten Aufprall macht, verformen sich ja die Plastikarme hier. Kann sein, dass man dadurch einen Schlag in die Differential reinkriegt. Ob jetzt von oben nach unten oder irgendwie schräg, auf jeden Fall auf dem Kugellager. Und wenn ich das Differential hier rumschwimmt, kann es den Schlag abkassieren und dadurch hält das Zeugs länger. Aber hat hier das Ding fest montiert im Bulkhead. Und da ist jetzt die nächste Frage: Wieso Diff-Gehäuse machen, der genau reingerutscht ist im Bulkhead. Da hätten wir ganz einfach Standard Travy Bulkheads nehmen können, also was jetzt Standard nenne ich jetzt, was man auf einem Buggy findet, auf einem Travy oder auf einer GT-Karre, auf einer Rallye-Karre, ist, dass der Differential direkt im Bulkhead montiert ist. Da das Ding ja voll satt montiert ist, hätte es ja gereicht. Und dann hätten wir ganz einfach auch hier nur ein Deckel gehabt, Deckel weg und wären wir direkt auf dem Differential. Das hätte nicht verhindert können, dass man die Servos direkt reinmacht. Die hätten ja von oben rein montieren können mit einem kleinen Deckel hier abgedeckelt. Also das Ganze könnte viel leichter sein mit derselben Stabilität und kleiner. Also ist jetzt mal schade, dass die das so viel reingemacht haben für nichts. Ganz einfach. Gefällt mir trotzdem. Ich sag's nochmal. Zentral Getriebegehäuse habe jetzt noch nichts gereinigt. Ihr könnt hier sehen, es ist kein Fett auf den Ritzel. In den Differential ist Fett drin. Im Zentraldifferential habe ich jetzt viel weniger, aber Fett als in den Achsendifferentialen. Und habe hier null Fett. Also das Ding geht hier schon schwer ein bisschen. Und auf den Ritzel habe ich ja so kaum was drauf. Ist eine Kleinigkeit, aber denkt dran, wenn ihr die Karre kauft, macht zuerst mal den Zentraldifferential raus und fettet das Ding alles richtig hier. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden mit der Karre. Die Plastik sind extrem, halten viel aus. Ich habe ja ein Tie-Rod gebrochen, weil ich voll in den Baum reingerammt bin. Die Aufhängung und die Arme haben überhaupt nichts abgekriegt. Ich habe auch nicht hier die Achsen gebrochen, nichts, die sind nicht krumm, überhaupt nichts. Was ich jetzt nur schade finde, ist aus dem Creighton, habe ich jetzt gestern auseinander gehabt. Creighton ist jetzt fast 2 Jahre alt, da war ein Wasserflutter alles. Die Armhalter hier sind einfach aus Inoxstahl, haben nicht gerostet, die vom Neo hier. Wo ich die rausgenommen habe, hatte noch Rost drauf.
Da haben sie ein bisschen billiger Stahl genommen. Natürlich ganz klar für die Kosten senken, kann man verstehen. Reicht ja überaus. Aber wenn es ja die obere beste Fahrzeug von Hammer sein soll, dann hätten wir auch hier gerne dieselbe Qualität drin gehabt als auf dem Phaeton. Die Radlager sind ja, wie wir gewöhnt sind von Arma, leider nicht voll wasserdicht. Reicht natürlich aus. Die haben überall übergroße Kugellager reingemacht. Nur nicht hier das innere Lager von den Pivo Bowls. Ist natürlich größer im Durchmesser, ist aber extrem schmal. Dadurch sind das die erste Lager, die kaputt gehen. Das Ding hat ja, wie gesagt, jetzt mal 10 Fahrten drauf. Die Lager sind am Ende. Das ist jetzt ein bisschen schade. Natürlich macht es wieder mal das Gewicht viel aus hier. 8 Kilo, das macht natürlich extrem viel Kraft auf die Lager aus. Und deswegen sind die auch kaputt gegangen. Und hier seht ihr es. Verzähl keinen Scheiß. Die Achsen sind gerostet. Natürlich habe ich das Ding gereinigt, habe es getrocknet, habe es geölt. Habe es jetzt das erste Mal auseinander. Nach 10 Lauf ist auch, also normalerweise sollte man es ja nach 10 Lauf auseinandernehmen. Aber das hier Rost drauf ist ein bisschen schade. Die Pivoballs Kugeln, die sind einfach enorm. Die haben auch nichts abgekriegt. Hier haben wir super Qualität vom Stahl. Kein Problem. Die witzige Panne, die ich hatte, zeige ich jetzt euch. Das ist hier. Mir ist ein Ast in die Antriebswelle rein, hat hier den kleinen Gummi weggemacht und dadurch wurde hier die kleine Achse frei. Und die ist ja nur reingestopft, ohne Loctite, ohne nichts. Und deswegen ist die ganz einfach hier während der Fahrt rausgefallen. Und hier seht ihr es auch, die ist auch rostig. Das finde ich jetzt nicht cool. Natürlich eine Kleinigkeit, wenn jetzt die natürlich auf den Arme die Schutz montiert, passiert das wahrscheinlich nicht mehr. Ist mir ja nur einmal passiert, aber gerade nach 10 Minuten Fahren, natürlich hatte ich dann gleich einen schlechten Eindruck von der Karre. Die Karre jetzt aber wieder gut gemacht. Und da kommen wir auch noch zu den Servos. Die Diffspeer-Servos haben effektiv ein Servo-Saver drauf, das ist nur ein kleiner Springring. Ich habe jetzt Angst, das Ding zu bewegen, zu klein und dünn ist das Ding. Und jetzt verstehe ich auch, wieso die verbrennen, die kleine Servo hier, wenn man es öfters schaltet. Ganz einfach, das sind keine Mikro-Servos, das sind Nano-Servos. Die sind ungefähr zweimal kleiner als die Servos, die Traxxas benutzt. Für Axis. Und dadurch kann ich ganz gut verstehen, dass die, wenn man Alport hier am Rumschalten ist, die warm werden und dann den Geist aufgeben. Mit dem Batterienkasten hatte ich kein Problem. Es steht ja ganz groß im Heft, dass das Ding jedes Mal reinigt werden muss, wenn man es braucht. Dadurch hatte ich, trotz ich jetzt riesige Sprünge gemacht habe, einen Baum reingefahren bin, im Flug einen Baum rein, dann noch 3 Meter runter gefahren bin, die Batterie nie verloren und ich hatte auch nie Probleme für sie rausnehmen. Wenn jetzt einer von euch auf dem Gelände ist, durch Flutter, Stock und Stein gefahren ist und die Batterie nicht mehr rauskriegt, weil der Knopf hier nicht mehr reingeht, keine Angst, ihr braucht nie einen Hammer rauszunehmen und hier raufzuschlagen wie ein Ochs. Hier gibt es ein kleines Loch drin, da kommt ihr zu der Schraube. Die Schraube könnt ihr lösen und dann kommt ganz einfach den ganzen Riegel raus mit den Federn und dann könnt ihr eure Lipo retten von dem Fahrzeug. Kein Problem. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der Marc ein bisschen abändern will, weil ich habe einen Nero Big Rock gekauft als Monster Truck, nicht als Draggy irgendwie. Und ich habe das Problem, dass mit dem flachen Chassis hier unten das Ding, trotz ich die Feder auf, also den Federweg verlängert habe, ich habe sogar die Bulkheads ausgeschnitten, damit die Arme hier nicht gestoppt werden von den Bulkheads. Das heißt, die Federung kommt wirklich so weit runter, wie ihr sie jetzt hier seht. Voller Mannschlag hier.
Also ich habe jetzt 20 mm Federweg gewonnen, aber ich bleibe trotzdem noch.